Herzlich willkommen zur nächsten Pre-Race-Konferenz hier in Österreich. Wir sind angekommen und ja, zu Beginn einer der beiden neuen Piloten. Leon, grüß dich. Morgen. Ja, deine Erwartungen zur Saison hier in Österreich für dein erstes Liga-Rennen, quasi für dein Debüt hier bei uns. Oh, ich weiß noch nicht ganz, was mich erwartet. Ja, ich freue mich. Ich habe noch nicht mitgefahren. Ich kann nicht einschätzen, wie gut die anderen sind. Ich versuche keinen Unfall zu haben. Ich versuche einfach erstmal ein paar Punkte zu holen. Okay, ja, an sich Mercedes, gut, Dani hat relativ gute Arbeit geleistet, aber trotzdem seid ihr nur noch quasi, da bist du mit deinem Mate, wie heißt der, Luca, genau, da ist 18 quasi reingeworfen in der Teamwertung. Nach vorne ist noch relativ viel drin, da Toro Rosso nämlich nur einen Fahrer haben wird, der jedes Rennen da sein wird. Ja, denkst du, dass da was nach vorne geht? Definitiv. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und ich weiß nicht, ich kenne Luca, der ist ziemlich ehrgeizig. Der wird definitiv nichts liegen lassen. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg, ne, für dein erstes Rennen hier bei uns. Dankeschön. So, kommen wir nun zu Luca, der Teamkollege von Leon, grüß dich. Hallo. Ja, und jetzt mal die Frage, deine Erwartungen zu deinem Debüt hier bei uns. Ich will auf jeden Fall erstmal gucken, wie gut die anderen sind und dann versuche ich natürlich so gut wie möglich abzuschneiden. Okay. Ja, ich habe es auch gerade schon Leon gefragt. Ihr seid jetzt quasi Achter oder als Achter Team werdet ihr quasi gerankt, ne? Hier in der Teamwertung 33 Punkte nach vorne. Toro Rosso hat eben nur einen Fahrer, der dauerhaft quasi an den Start gehen wird, kann, weil er ist nämlich auch neu. Ja, denkst du, dass da noch was nach vorne quasi drin ist? Da ja auch euer, also da ja auch das Team vor eurem Vorgänger, vor der Männer halt, da die zwei nämlich relativ nah beieinander liegen, so heißt's. Ich denke mal schon, weil wir beide, wir kennen uns wahrscheinlich etwas länger, und ich denke mal, wir sind beide eher solche Fahrer, die eher sicherer fahren und dadurch schon ganz gut aufholen können, glaube ich. Okay, ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Erfolg, ne, für dein erstes Rennen hier bei uns. Dankeschön. So, guter Letzt, Daniel, grüß dich mal wieder bei der Pre-Race-Konferenz. Wahrscheinlich wird es auch die nächsten 1000 Male mit dabei sein. Ja, grüß dich auf jeden Fall erstmal. Was war denn in Japan los? Zu viele Strategiefehler. Von meiner Seite aus, vielleicht auch von Teamseite aus, also vom Ingenieur. War ein bisschen mysteriös, was wir da für Entscheidungen getroffen haben. Okay. Ja, jetzt ist erstmal die WM-Führung weg oder die Meisterschaftsführung. Ja, 9 Punkte auf Alien. Ja, wenn ja, 2 Runden du gewinnst, sind es immer noch 2 Punkte. Ja, wie willst du jetzt hier in Österreich rangehen? Na ja, gut, ich muss halt gewinnen, ne? Also es wäre wirklich sehr gut, wenn ich mal wieder einen Sieg habe. In letzter Zeit läuft das ja pacemäßig nicht so sehr gut, wie am Anfang der Saison. Und Österreich ist eigentlich eine recht gute Strecke. Ich glaube, dass alle recht nah beieinander sein werden. Und deswegen muss man alles im Qualifying rausholen und dann einfach versuchen wegzufahren. Okay. Ja, dein Tipp noch, kann Pali sich da noch zwischen euch setzen, damit ihr noch ein Platz da hinten ist? Das wäre halt nett, ne, wenn jemand vor Alien ins Ziel kommen würde. Also es muss ja nicht unbedingt Pally sein, kann ja auch jemand anders sein. Aber keine Ahnung, also ich finde halt Pally kann auch noch ein. Also Pally hat natürlich Pech mit seinem DNF in Japan gehabt. Da hatte er ja auch viele Entscheidungen und mäßig läuft bei ihm jetzt nicht mehr so viel. Deswegen, wenn er jetzt für mich fährt, ist kein Problem, aber ich brauche das nicht unbedingt. Ich muss selber an mich arbeiten und selber die Pace finden. Ja, das ist ja super, dann wünsche ich euch zwei viel Erfolg, ne? Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall.